Was geht, Leute? Wie man den Boy eigentlich auch kennt, ist er mal wieder vor Ort. Der Adi Kilian, der Bruder von Jakob, Shoutouts an dieser Stelle, hat mir die Haare geschnibbelt. Ich finde, es sieht ziemlich nice aus, aber ich hatte gerade echt gar keinen Bock, die zu stylen und so müssen die jetzt auch nicht unbedingt aussehen, deshalb. Ein bisschen zu dunkel. Schon besser. Shoutouts an dieser Stelle auf jeden Fall an den McDonald's-Mitarbeiter, der im letzten Video ein Foto von sich machen lassen hat. Ich habe den am Tag danach oder zwei Tage danach auf jeden Fall nochmal wieder gesehen bei McDonald's. Und er hat mich angesprochen, dass er das Foto nochmal sehen will irgendwo. Und dann habe ich ihm dieses YouTube-Video gezeigt, habe ihm auch gesagt, ja, wenn du es nicht im Internet haben willst, kann ich es auf jeden Fall auch löschen. Und er hat sich sehr darüber gefreut, er hat sich mehrmals dafür bedankt, dass ich dieses Foto gemacht habe und dass ich das da online gestellt habe. Und er hat mir und Ken, ein Kumpel von mir, eine Free Coke spendiert. Richtig nice. Hat mich sehr gefreut. Shoutouts an dieser Stelle. Grüß Gott. Hi. So, liebe Leute, ich habe es euch ja versprochen. Ich beantworte jetzt... Fuck, ich hasse es, wenn ich nicht reden kann. Ich beantworte jetzt eure Fragen, unter anderem die erste Frage von Noah. Wie geht es dir gerade? Danke der Nachfrage, mir geht's sehr gut. Noah ist in meiner Klasse und das ist natürlich ein bisschen fragwürdig, dass sie fragt, wie es mir gerade geht. Ich gehe nicht mehr hin, weil ich das Schuljahr wiederholen muss. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch in einem nächsten Video erzählen kann, wenn ihr es denn wollt. Wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich hoffe, es geht dem Rest meiner Klasse auch gut. Schaut uns auf jeden Fall an dieser Stelle an Laszlo und Co. Ein Depp am Rande vertreibt Kummer und Schande. Mika Springer fragt, warum macht dein Autofokus so eine Party? Mein Autofokus macht eine Party? Ohne mich? Und war dieses Video ein Product Placement? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wenn es das ist, was ich denke, was du meinst, diese Cap hier, dann kann ich auf jeden Fall Nein sagen. Darüber will ich euch auch mal ganz kurz aufklären. Dirtz ist eine meiner Meinung nach ziemlich coole Klamottenfirma, die Sportoberteile, T-Shirts und Caps und andere Accessoires herstellt mit einem meiner Meinung nach ziemlich coolen Logo oder Design. Und weil ich deren Designs cool finde und das einfach unterstützen will, trage ich das einfach in meinen Videos und mache das immer ein bisschen auffälliger. Ist ja nicht schlimm, ich kriege kein Geld dafür. Deshalb ist es halb so wild, würde ich mal sagen. Ne? Gelli, Schätzelein. Erika M. fragt, wann ist das Wetter endlich mal gut genug, sodass wir endlich Bilder machen können? Ein Emoji, den ich gerade nicht entziffern kann. Liebe Erika, das ist eine berechtigte Frage. Es ist natürlich recht schade, dass das Wetter das gerade nicht zulässt. Doch leider kann man das nicht ändern. Man könnte ganz woanders hingehen, beispielsweise Mallorca. Da ist das Wetter besser, ja? Buch uns doch gleich mal 2 Tickets nach Malle, ja? Schätzelein. Danke. Jetzt mal Spaß beiseite, liebe Erika, das ist eine berechtigte Frage. Ich hoffe, es wird bald besser. Gerade ist es so, dass es in Strömen regnet. Sehr schade, aber irgendwie auch cool. Ich glaube, wenn es so viel regnet, muss es ja irgendwann noch aufhören. Deshalb, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch sollte es wieder besser werden und dann können wir vielleicht Bilder machen. Das wäre ziemlich nice. Vielleicht können wir dann nochmal Videos zusammen machen. Like, wenn ihr ein Video mit Erika haben wollt. Eine weitere Frage von der lieben Person Trocken94. Sonne, Neptun, Quadrat. So, die liebe Person mit dem nicht zu entziffernden Namen, der glaube ich mein Bruder ist, schreibt Bärtwehrmann. Bärtwehr ist mir ein nicht wirklich geläufiger Begriff. Ich bitte um Aufklärung bzw. um eine Definition des von dir. An dieser Stelle haben wir auf Instagram noch eine kleine Frage von dem lieben Kilian Dierich. Was machst du in deiner Freizeit? Masturbieren? Das ist eigentlich echt eine gute Frage, weil ich denke da auch nicht viel drüber nach. Aber ich glaube, man kann die Frage wirklich ehrlich damit beantworten, dass ich einfach die meiste Zeit meiner Freizeit schneide. Ich liebe es, Videos zu schneiden. Egal auf welche Art, egal für wen, egal was. Also es gibt natürlich Sachen, die man weniger gerne schneidet. Aber ich liebe es, Videos zu schneiden. Und das seht ihr vielleicht auch manchmal an echt aufwendigen Projekten, die mir einfach unheimlich Spaß machen. Zum Beispiel eines der nächsten Videos, die bald kommen werden, das ist ein 30-Sekunden-Video. Und hat mehr als 20, es kann sogar wirklich sein, dass es 30 sind. Stunden Schnitt gebraucht. Und das ist irgendwie das, was mich erfüllt, weil ich liebe es zu schneiden. Damit werde ich jetzt wahrscheinlich auch Geld verdienen. Aber es macht einfach sau Spaß. Und das ist vielleicht, ich würde mal sagen, 70% von dem, was ich in meiner Freizeit mache, weil da sitzt man halt viel dran. Sonst auf jeden Fall viel Filmen und Fotografieren. Ich treffe mich auch sehr gerne mit Freunden, auch wenn ich das jetzt nicht so oft mache. Und gucke mir auch sehr gerne YouTube-Videos an. Von zum Beispiel meinem aktuellen Lieblings-YouTuber Rory Kramer. Den werde ich unten verlinken, weil er macht echt geile Sachen. Meistens gucke ich mir diese Videos an, um mich zu inspirieren und um Inspiration und Motivation für meine Videos und fürs Leben so zu finden. Einfach um geile Sachen zu finden. Und ich kaufe gerne Sachen oder gucke mir an, was ich kaufen kann. Ich bin ziemlich
ziemlich kauforientiert, wenn man das so nennen kann. Also ich kaufe gerne Sachen. Das ist ein bisschen schade, weil das sollte kein Hobby sein, finde ich. Seitdem aber so, liebe Leute, alter Schwede, ich nehme ja schon seit 20 Minuten auf. Das ist ein bisschen zu viel für diese Videolänge, würde ich mal sagen. Rasmus fragt, darf ich das Video beenden? Das Video ist dann zu Ende, wenn ich sage, dass es zu Ende ist.